Nur ein knappes Drittel der deutschen Unternehmen haben eine explizite Diversity-Strategie. Wie groß ist der Nachholbedarf in der deutschen Wirtschaft? Er ist in der Tat sehr groß, nicht nur für die Großunternehmen, sondern gerade auch für den mittelständischen Bereich und für kleinere Unternehmen. Denn wir stehen vor einem großen Fachkräftemangel. Der demografische Wandel wird auch für Unternehmen immer deutlicher spürbar, wenn man Arbeitsplätze, wenn man Ausbildungsplätze besetzen will. Und man muss sich öffnen. Wir brauchen eine andere Unternehmenskultur. Und die drei großen Zielgruppen sind Frauen, sind ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind mehr Menschen mit Zuwanderungserfahrung, die in unserem Land leben, die sich einbringen können. Diese Potenziale müssen wir verstärkt auch nutzen und dafür müssen auch die Unternehmen entsprechende Strategien entwickeln. Stichwort Frauen. Der Bundesrat hat sich jüngst zu einem Gesetz entschlossen. 40% der Aufsichtsratsmandate sollen künftig mit Frauen besetzt werden. Ist das eine Initiative, die Sie begrüßen? Wir haben immer dafür gekämpft, als Frauenunion und ich persönlich auch als Vorsitzende der Frauenunion, dass wir eine gesetzliche Fundierung einer Quote für die Aufsichtsräte erhalten. Der Streit in Deutschland ist groß darüber, aber die Ernsthaftigkeit, die sich mit diesem Anliegen verbindet, hat inzwischen auch dazu geführt, dass mehr Unternehmen, wenn es darum geht, Frauen in die Top-Positionen zu berufen, jetzt die Weichen entsprechend stellen. Aber ich glaube, wir brauchen in Zukunft eine entsprechende Regelung, damit es schneller vorangeht. 40%, ist das eine Quote, mit der Sie gut leben können oder haben Sie eine andere Vorstellung? Also ich habe gesagt, für die Aufsichtsräte als erster Schritt 30% und dann 40% für Männer und Frauen, also eine Geschlechterquote. Jedes Unternehmen ist auch hier gehalten und muss sich seine Zielvorgabe setzen. Aber mit Appellen allein ist es nicht getan, haben wir gesehen. Und deshalb ist es so wichtig, an dieser Stelle auch weiterzukommen. Vielen Dank.